Willkommen bei Berlin Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Pneumata. Es ist eine Demo und ich bin gespannt. Let's do it. Pneumo ist ja Lunge, das ist ja Atmen. Ist ja. Enable Crosshair and Game Option. Was? 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 Was soll ich machen? Ich bin unter Wasser? Kann ich hier. Was ist. Was stinkt. Was ist hier los? Hallo? Explore. Okay, warum? Was ist. Warum ist die Wüste unter Wasser? Kann ich nach oben? Alter, was ist hier los? Was müssen wir machen? Wo sind wir hier? Kann ich auch. Ich würde gerne. Ich bin unter Wasser. Also, das heißt, ich müsste auch schwimmen können. Ich bin unter Wasser. Ich möchte da jetzt einfach rüber. Wird da wohl drin sein. Was denn das? Okay, gut. Wir müssen erst eine Schlüssel finden. Vielleicht in dieser Kühlbox. Nothing of use. Schade. Aber cool, wie es so raustreibt. Wäre schön, wenn ich über diese Mauer rübertreiben, über dieses Tor rübertreiben könnte. Aber nein. Da bin ich zu fett für. So, was haben wir hier? Können wir das öffnen? Pick up a gate key. Schön. Habe ich den? Ich hab den jetzt schon. Hier pick up, ne? Das chillt hier halt einfach so ein bisschen rum. Schön. Lass dich nicht so hängen, Junge. Ja, Minispiel ist ein bisschen höher geworden. So, open the gate to hell. Okay, das geht wirklich sehr langsam auf. Aber der Leuchtturm ist noch an. Ach, jetzt krieg ich keine Luft mehr, oder was? Tja, das war Pneuma, das war eine tolle Demo. Okay, wir hatten anscheinend einen Traum. Ein Traum von Ersticken. Wir haben so ein bisschen schmutzige Hände. Mann, und warum ist denn hier schon wieder die Scheiße? Warum sieht das hier schon wieder so aus? Ich möchte einmal aufwachen und normale Krankenhaus vorfinden. Schrotpatronen. Okay, alles klar. Wir haben Schrotpatronen. A perfect fit for the double barrel. Okay. Für die Doppelläufe. Am Stream sieht es auch relativ flüssig aus. Okay, dann wollen wir mal loswackeln. Oh, was ist denn das? Eine Schweineschnauze. Who the hell would leave something like this here? Alter. The Schwein. Plop. It reeks and the pig seems to have been killed not too long ago. Alter, komm, hau ab, Alter. Was ist das denn? Schön. Check your notes. Unarmed. I can't remember how I ended up here. I shouldn't find a weapon as soon as possible. I'm not going down without a fight. There's only one path forward to stairwell, and it's the middle door on the central hall. I'm sure it's locked. So I shouldn't check the doctor's office for any keys. The office has bright. Was? Wo war ich gerade? Okay, bla 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 bla. Bright red emergency light blaring over it. Okay, wir müssen Schlüssel also finden, um rauszukommen. Ah, ihr trocknet mögen die Beine die richtigen. Ja, die trocknete Schweineschnauze. Ganz lecker. Ich mag ja eher so Otterzitzen-Chips. Ach, ey, ein Knicklicht. Schön. Oh nein, Alter. Nein. Benny, willst du mir zukommen schnell? Hm? Ich warte so lange. Also, das ist mal eine ganz neue Nummer. Mit so einem Glowstick. Ach, du Schande, Alter. Was will ich denn jetzt hier schon wieder? Oh, nimm den Hammer. Ja, kannst du den Hammer nehmen? Certainly enough to let me break stuff with. Should be careful not to make too much noise. Ach, du darfst noch nicht mal Noise machen?
Oh nein, Alter. Kommt schon für Krautschen. So, und? Ah, okay. Oder den frittierten Speckschwarten fahren, okay. Also mir ist nicht wohl. Sprinten war jetzt auch so Semi-Sprint tatsächlich. So, das ist Sprinten. Das ist nicht so doll. Verschlossen. Ich bin tatsächlich ein bisschen ängstlich, jetzt das Licht rauszuholen irgendwie weg. Jetzt natürlich denke, dass jetzt hier tausend Sachen passieren. Und Feuerzeug. It's too busty up to work again. Even I could find lighter fluid. This is useless. Natürlich sind auch sämtliche Feuerzeuge, die man jedes Mal findet, irgendwie leer. Was ist denn hier nur los? Europalette. Was ist denn hier verdammt nochmal nur los in den Spielen? Oh Gott. Oh Gott. What? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ach komm, bitte nicht. Okay. Und nu? Hier ist nichts drin? Oh Mann. Oh Mann, Jojo. Oh, wieso? Oh, dankeschön. Oh. Oh. Erschrocken, ey. Hm. Noch ein Zettel durchgesteckt oder was? Also, das ist schon ganz schön übel, das Spiel. Das ist schon ganz schön übel. Oh Gott. Oh Gott. Und ab. Hab ich irgendwas jetzt in dem Raum übersehen? Chat? I think a fire is the last of my worries. Either way, to completely empty and old. Okay. Warte mal, rotate. Es ist kein Code mit drin. Okay. So, mal drüber. Oh, das ist der Kratze. Und was ist das da? Ein Ochsenkopf? Ach Mann, Alter. So ein Rinderschädel? Wieso denn bitte? Aber das ist eine Axt. In dieser Leiche. Ach Gott. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Oh, schön. Erstmal Kühlschrank weggeschoben. Liegt ja nichts. Oh! Gott, was war das denn? Okay, jetzt können wir also das Knicklicht können wir knicken. Aha. Und wir müssen anscheinend dran vorbeischleichen. Ja! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, was ist das? Hau ab! Igitt! Das ist doch Franz aus der dritten Etage. Und jetzt stackt er an der Wand. Ich hoffe, es ist eine Hand zwischen seinen Beinen. Ist er jetzt gefangen? Das wird tatsächlich ein bisschen catchy. Ist einfach mal offen und leer.
Steckt er jetzt hier wirklich fest? Wäre natürlich eine coole Sache. Dick Ruhe. Oh, nochmal Küsschen auf Boim. Ja, läuft nicht so gut für dich, wa? Nur freut mich, das wird bestimmt gleich so in die Hose gehen. Steve, der Lucky Game Breaker hier. Oh. Eieieiei. Hau mir den Hammer drauf. Könnte man machen, aber dann könnte ich mich schon wieder rausbacken irgendwie. Könnte er sich wieder befreien. Oh, ist ja nicht hier eine schöne Spritze, die hier offen rumliegt. Das ist wohl was Feines. Alter, was ist denn das hier? Was ist denn hier nur los? Ich sag mal. Vorne ist noch so einer. Ich sag, wie das ist für mich jetzt hier kein Place to be. Ach du Schande, ey. Hier weiß ich schon mal, das kann Benny spielen, wenn das rauskommt. Wenn das voll released, Benny. Ey, wo kommen denn die Kühe auch her? Das ist ein Krankenhaus oder was? Oh Gott! Okay, ach! Lass mich! Hau ab! Oh, das ist der Klimper, ist aber fies, Alter. Vielleicht ist er auch ein ganz netter. Ja, man tut ihm vielleicht einfach nur Unrecht. Nur weil er halt aussieht irgendwie wie 800 Gramm Hackepeter. Scheiße. So, das wäre mal interessant, ob ich jetzt an die Tür komme. Ah, Junge. Junge. Ah, die wird bestimmt zu sein. Bitte sei offen. Bin so ein Glückspilz. Bin so ein Glückspilz. Tschö, Kumpel. Hau ab! Oh Gott, Alter, wie sieht denn das hier aus, ey? So, was ist hier hinten? Komm ich von hier? Ich bin fix und fertig. Komplett schon durch. Na! Na! Ich komm von da hinten, wa? Ist hier nur schwarz. Wenn ich jetzt hier durchlaufe? Oder? Nee. Oder doch? Nee. Oh Gott! Peter Hacke. Was? So. Ach, paar Sprühdosen. Schön. So, was haben wir da? Noch mehr Munition. Schön. Ich hätte aber ganz gerne nochmal eine Shotgun oder irgendwas, wo ich die benutzen kann. Haben wir die schon übersehen? Kann das sein? Hätte ich mir die ganz einfach vom Leib schaffen können, dieser Pack. Also mit dem Knicklicht, das ist eine ganz miese Art der Beleuchtung irgendwie. Schön. Kommt der da? Nee. Oh Mann! Oh Mann! Oh nein! Security Checkpoint! Oh. Locked! Scheiße! Ich sag dir das, ich bin jetzt schon fick und fertig. Fick und fertig. So, wir müssen die Shotgun finden.
Komm, wir snacken dich jetzt hier zu deinem Kumpel. Folge dem Licht. Ich hab meine große Maul. Oh, Tür ist offen. Die Tür ist offen. Nice. Schöne Kämpfe. Ah, siehst du, hat er mich doch noch gekriegt. Jetzt ein Mist. Ah, fies. So, tatsächlich muss ich ja nicht eigentlich probieren, den Kühlschrank wegzuheben. Ich kann ja gleich nochmal probieren, die Tür aufzumachen, die wahrscheinlich jetzt nicht aufgehen wird. Aber ich habe ja auch keinen Schlüssel und nicht gefunden. Was soll der Quatsch? Verstehe ich nicht. So, jetzt, pass auf. Door unlocked. Alter, wer lesen kann, ist so klar im Vorteil, Alter. Ah, so, dann investigieren wir mal, ja? So, dann nehmen wir uns erstmal die Axt. Ach du Schande, Alter. Was ist denn nun los? Move, ey, move. Ach du Kacke. Oh, was haben wir denn dahinter? Ein Schlüssel zum Office. There must be the doctor's key. I shouldn't hold on these if I want to get inside. Schön. Dann, ah, hier fehlt eine Fliese. Hm, geht gar nicht. Geht gar nicht. Sorry. So, kann ich... Oh, die Axt... Ist die Axt weg? Nein, die Axt ist weg. Ach, wieso denn? So, mal Hände waschen ein bisschen, oder? Okay. Okay, also ich kann jetzt hier dieses... Das ah. Schön, dass ich nonstop Patronen finde und aber keine Waffe dafür. Das ist irgendwie doof. So, machen wir die Tür zu erstmal. In der Hoffnung, dass die Deppen das nicht aufmachen können. So, denn... Also die Atmung in diesem Spiel ist wirklich, wirklich echt heftig. Wirklich heftig. So, das ändert aber jetzt nichts daran, dass wir immer noch keine Waffe haben. Und ich hege die große Befürchtung, dass wir erst im Office da hinten irgendwie eine Waffe finden. So, ich hoffe, Schlumpfino merkt das jetzt nicht. Na klar, merkt das. Nee, warte mal, erst weitergelaufen. Oh, jetzt hat zwei von den Gammelköppen, Alter. Oh Mann. Schade, ey. Okay, ich fange auch schon massivst an zu hyperventilieren hier. Ich kann nicht ein bisschen, warum der hier sofort in Schnappatmung geht, nur weil hier so eine Mutanten rumkrauchen. Das ist ganz normal. Ja, das ist eine ganz normale Situation. Nein! Sprinting ist laut. Okay, alles klar. Crouching ist the better way. Na dann. Lass uns doch das mal hier infiltraten. Da kommen wir jetzt hier nicht vorne lang. Das wäre echt super. Oh, die sehen auch was grausam aus, ey. So, irgendwie muss ich jetzt abpassen, dass er gerade woanders hinläuft nachher. Oder am besten wieder ganz komplett nach links rüber. Bitte, seh dich jetzt nicht um.
Gott, oh Gott, bitte, bitte, bitte. Oh, 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 oh. So, wenn du jetzt nach... Ja... Ach, scheiße. Komm, geh doch einfach da hinten in den Gang rennen. Bist doch auf deiner Strecke. Oder mach so. Ist mir egal. So. Mach auf. Huh. Oh, Safe Room? Ich trau mich tatsächlich gerade knicklich nicht rauszuholen. Ich geh mal hier hin. Okay. Oh, holy! Noch mehr Patronen. Schön. Schön. Ist, kann ich mit den Dingern werfen. Toll. So, kann ich hier speichern? Ja! Man kann hier speichern. Schön. Na, wenigstens etwas. Resident Evil ist losen. Oh fuck, das ist ein Gefängnis. Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass das hier ein Krankenhaus ist. Es ist ein Gefängnis. Oh nein, ey. Bier. Oh, hier, Pistole. Wunderbar. Na endlich. Ja, hallo, eine M19. Schön. Das macht eine Menge Lärm. Und wir haben Tic-Tac-Toe gespielt bei uns auf dem Arm. Verstehe. So, kann ich... Okay, kann nochmal ziehen. Aber ist auch alles krass langsam irgendwie. Also, du hast... Oh, oh. Man fühlt sich jetzt nicht besonders sicher, muss ich sagen. Man fühlt sich nur so ein Hauch sicher. So eine Illusion von Sicherheit wird hier vermittelt. Weil ich sag mal so, selbst Headshots... Was soll ich bei den Headshots ansetzen? Ich hab die Unterwasserszene nicht richtig mitgekriegt. Ah, okay. Okay. Hier müssen wir wieder investigaten. Boah, so. Steuerung ist ein bisschen bockig, muss ich sagen. Audio Player. Can't use to listen to more tapes. I take note. Anything significant for future used. Okay. No, Boss, nee, mach aus! That fucking idiot lying on top of the key again. One of the pigs got to it. We're stuck down here until he shits it out. Unless I got it open. Shit. Einer der Schweine hat den Schlüssel? Ich muss jetzt die Schweine durchsuchen? Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. So, scheinbar gibt es ja aber noch irgendwas. Oder auch nicht. Okay. Meint ihr jetzt die Schweine da vorne in dem Raum, wo die beiden Leute sind? Die beiden Mutanten? Das wird mich gut finden. So, ich würde mal, ich speichere nochmal ganz schnell. Ihr wisst, ihr kennt mich, ich speichere viel, speichere gern. Irgendwie, nur nochmal investigaten müssen wir jetzt hier nicht. Weil ich denke, wir werden definitiv sterben. Also, schöne Tür. So, einmal schnell gespeichert. Save. Und ab jetzt. So, das Ding wird wahrscheinlich zu sein. Nein, ist offen. Ah, okay. Hier war... Kann er durch Tür? Ja, ich würde eigentlich ja nicht herausfinden, irgendwie. Wenn die jetzt in so einem Alarmmodus sind, ist auch nicht so geil. Also wir müssen hier vorne durch. Wir müssen jetzt irgendein Schwein finden, in dem steckt ein Schlüssel. Warum muss ich denn jetzt immer noch hier ran? Haben wir was übersehen?
bin skeptisch. Ich würde mal ganz kurz rangehen, irgendwie, weil ich, weiß nicht, finde es ein bisschen seltsam. Ich kann auch tatsächlich bloß zur Seite. Ich kann nur nach links oder nach rechts. Ich kann nicht nach vorne, nicht nach hinten, nicht nach oben, nicht nach unten. Tja. Ach, wir haben alles. Entscheide ich mal jetzt so, wir haben alles. Ja. Ja, schöne verrückte Dia-Show noch machen. Okay. Und das Gruselige an der Sache ist irgendwie, wenn ich jetzt noch irgendwie unterwegs Fluid finde, muss ich wieder zum Feuerzeug zurück? Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ja, ich weiß. Hier gibt es was zum Investigaten. Ist verschlossen? Ich muss wirklich da vorne die Schweine durchsuchen? Gute Frage, Vater. Ist das Ding geladen? Jetzt ja. Das wäre der gewesen. Okay, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal einen Waffentest. Ja, ist tatsächlich so, wie ich es mir schon dachte, irgendwie. That's it. That's it. Das war die Pistole. Und vor allem, was noch schlimmer ist, die Tüten hier auf. Die Tüten hier auf. Was ist denn das jetzt? Tür nicht auf. Alter. Was denn? Ja, jetzt geht's auf, ja? Komm her. Okay, also kämpfen ist tatsächlich keine Option hier in diesem Spiel. Auf jeden Fall mit den jetzigen Waffen, die wir jetzt haben. Tja, Mucks. Oh, warum ist denn das jetzt offen? Und es steht direkt einer davor. So, Keuchmichel. Na. Alter, es ist stockduster. Das ist, wie stellt ihr euch das denn vor, Entwickler? Ich kann doch jetzt keine Lampe machen. Er sieht's doch. Er sieht es doch. Und da kommt er doch schon, der Knochen, der Humpel. Mach die Tür einfach wieder zu. Ja, aber wir müssen ja da lang. Jojo. Hier durch. Also er sieht halt das Licht. Und ohne Licht sehe ich hier einen Scheiß irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie haben die noch so ein. Haben die noch sowas integriert, dass sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen? Nope. Hm.
Jetzt knallt die Wumme mit richtig krasser Latenz. Es ist, also... Schieß ihr Kind in den hohlen Kopf rein, Alter. Das ist doch... Impo! So, du hast dein Fieberzäpfchen auch nicht gekommen heute. Davor, also. Ja, tut mir leid, Leute, dass das jetzt hier gerade so ein bisschen stockig ist irgendwie. Aber... Tatsächlich weiß ich gerade nicht irgendwie, wie mir das Spiel den Weg weiter gestalten will. So, jetzt können wir bitte nochmal kurz in Spanisch nochmal überlegen jetzt hier. Novera Entrada de Diario. Si. So, und scheinbar habe ich jetzt einen Schlüssel dadurch gefunden, der aber auch nicht in meinem Inventar ist. Es sei denn, es ist der Schlüssel. Ich mal davor gucken müssen. Egal. Door is locked. Warum ist er denn jetzt locked? Warum ist er denn jetzt verschlossen? Hä? Ich raff's nicht. Ich raff es nicht. Was wollen... Hä? Was, ich hab da jetzt nichts anderes gemacht. Warum ist sie... Warum ist sie jetzt zu? Wieso? Was? Also... Ich meine... Warum? Tja. Sorry, Freunde. Denn ich. So, als allerletzten Spaß irgendwie sag ich auch gerne, okay, wir können uns draußen gerne nochmal irgendwie die Schweine angucken irgendwie, aber mal mir, also nachdem die Tür schon nicht aufgegangen ist vorhin. Ihn jetzt hier noch wegjuckeln. Wir gehen jetzt hier vorbei. So, das Schwein da hinten sieht auf jeden Fall sehr lukrativ aus. Da würde ich mal einen Abstecher hinmachen. Einen Abstecher ins Schwein. So, vielleicht ist da der Schlüssel drin. Who knows? Wir gucken mal. Mich jetzt zu sehen. Ja, hier ist ein Schlüssel. Okay, wir haben schon mal zwei Schlüssel gefunden. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel für diese Tür vorne. Er nimmt auch den Schlüssel nicht. Es interessiert ihn nicht. Hau ab. Du kannst mit dem Schlüssel nicht interagieren. Wir können mit dem Schlüssel nicht interagieren. Also, ich habe jetzt dem Spiel schon viele goldene Brücken gebaut. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Der steckt da nur zur Deko. Aber ich meine, die haben doch extra gesagt, hier ein Schwein. Jetzt sind alle Bede hier. Na, das ist doch aber. Das ist doch Sahne. Das ist doch schön. So. Ins Geklüt, ins Gekrösel, Freunde. Ein letztes Mal probiere ich es jetzt noch. Ein letztes Mal. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich es offscreen nochmal irgendwie und dann... Aber sowas fuckt mich ab. Ich meine, gut, es ist eine Demo irgendwie, da können halt Fehler noch drin sein. Aber... Und jetzt zieht die Tür schon nicht mehr auf.
Es ist doch... Was? Was soll das? Mann, was soll das? Jetzt ist doch so ein Quatsch, Alter. Die Tür geht nicht auf. Wieso geht die Tür nicht auf? Buggy McBug Bug. Ja, denn, denn soll es halt nicht sein. Denn soll es nicht sein. Denn sorry, irgendwie. Guess my ass. Denn nicht. Schade, es sah vielversprechend aus.